Herzlich willkommen zur ersten Folge von Gerrits Tagebuch nach der Eröffnung. Sie ist etwas verspätet deswegen, weil wir haben vielleicht ein bisschen gehofft, so mit der Eröffnung fällt bei uns auch so ein bisschen der Stress ab, aber es kam ein bisschen anders. Aber unterm Strich alles positiv. Natürlich ist es so, wir haben die Anlage jetzt seit 5 Wochen im Vollbetrieb, dass da viele Sachen passieren. Erstens geht was kaputt oder man merkt an einigen Stellen Verschleiß. Schlitzschließer ist wieder das Problem, dass sie ein bisschen wackeln, aber wir arbeiten dran. Für mich waren natürlich die letzten 5 Wochen wirklich durchwachsen, weil Riesenfreude. Es ist ein Traum, das hier zu erleben jeden Tag, wie schön das alles läuft. Es ist vor allen Dingen auch ein Traum zu wissen, dass diese ganzen Sorgen und Ängste, die man hatte, entweder nicht begründet sind oder wir rechtzeitig genug dagegen gewirkt haben. Es ist zumindest bis jetzt 5 Wochen, toi toi toi, noch nichts ausgefallen. Was aber natürlich für mich tatsächlich etwas anders ist, als ich es erwartet hatte. Der stolze Programmierer denkt immer, man hat alles im Griff. Nein. Es war wirklich so, verschiedene Leute haben hier die Anlage gesteuert. 10 Stunden am Tag, die entdecken Sachen, die ich mir in der Entwicklungsphase nicht vorstellen konnte. Die drücken auch mal an verschiedenen Stellen verschiedene Buttons in einer Reihenfolge, wie ich es mir nicht vorstellen konnte. Wir hatten also hier abenteuerliche Sachen mit Flugzeugen, die rückwärts flogen plötzlich und solche Sachen. Das muss man natürlich dann ganz schnell wegprogrammieren, damit alles einwandfrei funktioniert. Auf jeden Fall, es gibt noch 1-2 Sachen, die ich noch nachzutragen hatte von vor der Eröffnung. Fangen wir mit dem einen Thema an. Ich habe nämlich das Durchstarten ja schon ein paar Wochen vor der Eröffnung angesprochen, aber nie gezeigt. Wir haben verschiedene Durchstartemanöver programmiert. Das heißt, im Endeffekt, ein Flugzeug kann entweder nach Zufall mal durchstarten oder aber es gibt auch das Beispiel, jetzt wird es gerade sehr laut, weil wir haben hier gerade ein Durchstartemanöver. Das passt hier sozusagen ganz gut, denn diese Thai A380 ist jetzt durchgestartet, weil die einzige A380-Position, die wir haben, vorne belegt ist. Und meine Alternative war immer, ich fahre entweder im Schattenflughafen einmal im Kreis, wenn eine Position belegt ist, also das Flugzeug nicht raus kann, weil es keinen Platz hat, und habe mir da einfach gesagt, es kommt jetzt immer raus und startet einfach durch, wenn es keine freie Position findet. Das wird allgemein natürlich in den nächsten Monaten immer häufiger passieren, weil wir haben 36 Parkpositionen, können etwa 19, wenn an guten Tagen 20 Starts die Stunde fliegen, das ist so, dass auch so wichtige Ergebnisse für mich, die jetzt kommen. Wie viele Starts pro Stunde schaffen wir eigentlich? Weil ich muss natürlich auch den Wechsel der Flugzeuge irgendwie berechnen. Das heißt, wenn ich 36 Parkpositionen oder ungefähr 30 Parkpositionen füllen möchte, 20 Starts in der Stunde machen kann, heißt das eine Standzeit eines Flugzeugs am Terminal von 1,5 Stunden. Und da sind wir eigentlich in einem Bereich, wo wir nicht mehr realistisch sind. In der Realität stehen die Flugzeuge 45 Minuten. Aber da suchen wir halt dann immer den Kompromiss. Wir wollen möglichst viele Flugzeuge haben, verschiedene Flugzeuge zeigen und werden da die beste Lösung finden. Verschiedene Flugzeuge haben verschiedene Durchstarteparameter. Ich habe mit Piloten gesprochen und mir Szenarien ausgedacht, die ein bisschen spektakulärer aussehen, damit es auch wirklich spannend ist und damit es auch so einen kleinen Aha-Effekt gibt, wenn denn das Durchstarten dann plötzlich losgeht. Was ein bisschen anstrengend ist, ist, wenn man wochenlang nur Optimierung und Fehlersuche betreibt. Am liebsten machen wir alle natürlich was Neues. Und dafür bleibt uns momentan etwas wenig Zeit, aber eine Sache haben wir gestern Abend angefangen, neu in Betrieb zu nehmen. Und zwar, es wurde sich sehr oft im Forum und an verschiedenen Stellen gewünscht von den Zuschauern, dass unsere Reifen quietschen, wenn die Flugzeuge aufsetzen. Genau genommen unrealistisch, wenn man an einer Startbahn steht oder Landebahn, das Quietschen hört man einfach nicht. Flugzeug zu laut und man ist zu weit weg. Aber wir haben hier die Erfahrung gemacht, wenn ich die Zuschauer hier beobachte, die finden, dass Quietschen gut ist, unterstützt irgendwie den Eindruck, den die Werbung oder Filmindustrie uns vom Landen eines Flugzeuges irgendwie vermittelt hat. Auf jeden Fall stehe ich jetzt hier und gucke mir jedes Flugzeug beim Landen an, ob das Quietschen in der richtigen Höhe kommt, ob also alles richtig berechnet wurde. Quietsch, da war's. So viel zu der heutigen Folge von Gerrits Tagebuch, denn ich kann eigentlich euch keine Bilder zeigen, wie ich nachts die Softwarefehler suche, das ist unansehnlich. Also lasse ich lieber schöne Bilder von unserem fertigen Flughafen sprechen, bedanke mich fürs Zusehen und freue mich auch jetzt schon auf die nächsten Folgen.